Ja, so! Na was denn jetzt, rechts oder links? Da von jedem ein bisschen irgendwie, Mann! So sieht es aus, wenn sich Sven von Elsterglanz ans Steuer eines LKW setzt. Gar nicht so einfach, und das soll das Video auch zeigen. Die Firma Baris aus Gerbstedt im Mansfelder Land sucht Berufskraftfahrer. Allerdings trudeln nur sehr selten Bewerbungen ein. Doch die Geschäftsleitung hat eine Idee. Ein Mitarbeiter ist mit dem Comedy-Duo Elsterglanz befreundet. Der fragt sie, ob sie helfen und ein Video drehen können. Ja, natürlich haben wir uns erhofft, dass großen Zuspruch von zukünftigen Azubis gibt und dass wir mehr Bewerbungen erhalten, auch von Berufskraftfahrern. Aber dass da so ein Hype draus entsteht, das hätten wir auch nicht vermutet. Elsterglanz alias Sven Wittek und Gilbert Rüdiger sind Kult in Mitteldeutschland. Das Markenzeichen des Duos sind die Mansfelder Mundart, gemischt mit DDR-Begriffen und Eigenarten der Region. Dazu kommen verstellte Stimmen und übertriebene Outfits. War alles schön, aber ich hab trotzdem so einen kleinen Wermutstropfen. Wermut. Alter, wie? Wermutstropfen. Junge! Mann! Was ist denn los? Was? Jetzt hältst du mir den Rücken. Wie? Du hast doch selber gesagt, wenn ich den Gag irgendwo bringen kann, dann in Dresden. Ja, ja. Elsterglanz kennt ja so gut wie nun jeder bei uns in der Region. Ich glaube, es hat sich damals so entwickelt, dass sie ihre Sketche auf Kassetten aufgenommen haben. Diese Kassetten, zu Zeiten, als es Kassettenradio noch gab, in den Fahrzeugen, sind in unserer Region von Person zu Person gegangen. Jeder hat sich diese Kassetten ausgetauscht und alle waren begeistert. Und ich glaube, solche Sätze wie Eier esse ich gerne oder mache Eier kennt bei uns jeder. Eigentlich war der einminütige Clip als Werbung auf der eigenen Internetseite gedacht, um Berufskraftfahrer anzuwerben. Doch vor 8 Wochen teilt ein Fremder auf Facebook das Video. Das wird über 11.000 Mal geteilt. Mit Erfolg für die Firma. Mittlerweile gibt es ja fast 500.000 Klicks auf dieses Video. Und an Bewerbungen hat sich es auch gezeigt. Wir haben mittlerweile 7 Bewerbungen für Azubis, 4 Bewerbungen für Berufskraftfahrer und 1 Bewerbung für Baumaschinisten. Aber wenn ihr es mal probieren wollt, Baris, die suchen ganz dringend Lehrlinge. Ja, okay. Ja, genau. Dann könnt ihr es ja mal versuchen. Ja, ja. Und weil das Video so gut ankommt, will Jacqueline Hänzchen auch etwas Gutes tun. Wir sind Elsterglanz wahnsinnig dankbar, dass sie uns so sehr unterstützt haben. Und wir würden dem Elsterglanz-Duo 5.000 Euro für einen guten Zweck übergeben, wenn wir dieses Jahr 20 Bewerbungen für Azubis erhalten. Durch diese Aktion ist es nur eine Frage der Zeit, bis die 20 Bewerbungen beim Schüttgutlieferanten eingeflattert sind. Alter, was machst denn du? Was denn? Jetzt kann ich doch. Und wenn es denn auf den Schritt? Alter, los, komm, wir hauen ab. Junge, du hast nur Saufen in Schritte.